So, liebe Leute, Freitagnacht. Das ist hier bei uns eine freie Themennacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr telefonieren. Dann müsst ihr erstmal die Nummer wählen 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Nummer. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben, damit wir euch dann auch so schnell wie möglich gegebenenfalls zurückrufen können. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und der erste Anrufer heute Nacht ist, frage ich meine Regie. Meine Regie schweigt. Laszlo. Laszlo ist mein erster Anrufer, 48 Jahre. Guten Morgen. Hi, grüß dich, Dom. Hallo. Ich schweige nicht. Nein, du sollst doch nicht schweigen. Ich weiß. Pass auf. Also ich habe ein etwas verrückt anmutendes Thema. Ja. Und zwar, ich würde ein klein bisschen ausholen, ich mache es aber ganz kurz. Nicht zu weit. Nein, um Gottes Willen. Also, ich bin Journalist und Sachbuchautor, ja, und beschäftige mich seit langem mit dieser alten Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir, ist das das einzige Leben, was wir haben und so weiter. Mhm. Und ich sitze jetzt zu einem dreiteiligen Buchprojekt, von dem das erste Teil jetzt erschienen ist, vor ein paar Monaten. Das zweite Teil beschäftigt sich mit so naturwissenschaftlichen Themen, ob man in der Physik Gott finden kann, was weiß ich. Und im dritten Teil geht es um Religion. Mhm. Und im ersten Teil habe ich mich mit so, sagen wir mal, esoterisch-spiritistischen Themen befasst. Ja. Das Buch heißt Seele, Tod und Jenseits. Folglich geht es auch um Seele, Tod und Jenseits. Ja. Und da geht es halt eben um Menschen, die Nahtoderfahrung gemacht haben. Es geht um Menschen, die behaupten, mit dem Jenseits zu kommunizieren, über Tonbandstimmen, was weiß ich. Mhm. Und besonders das Letztere habe ich erstmal bei meinen Recherchen als absolut idiotisch empfunden. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass irgendjemand so einen Quatsch glaubt. Mhm. Also, und dann habe ich... Stimmen aus dem Jenseits, sowas meinst du? Ja, genau. Mhm. Stimmen, ja, aus dem Jenseits, ja, auf Tonband aufgezeichnet, die Geister kommen und quatschen mit, ja, mir. Ja. So, und dann habe ich während meiner Recherchen einen Physikprofessor kennengelernt, der seit 30 Jahren solche Stimmen sammelt. Ach. Ein Professor. Ein Physikprofessor, so ist es. Der das ernst nimmt. Der das ernst nimmt, der seit 30 Jahren diese Stimmen sammelt. Und er hat mich erst einmal zumindest so neugierig gemacht, dass ich ihn gebeten habe, mir eine Kassette zu schicken. Mhm. Dann habe ich mir das angehört. Da kann ja nun viel drauf sein. Bitte? Ich sage, da kann man sich ja nun viel anhören, aber man weiß ja nicht, woher es kommt. Genau das. Genau das war der springende Punkt. Und ja, das war das, was mich auch immer skeptisch gemacht hat. Du hörst doch im Internet solche Stimmen, mhm, und entweder hörst du nur ein Geräusch und Gewirr, da hörst du gar nichts, mhm, oder du hörst zum Beispiel auch ein ganz normales Telefonat, wie wir beide das führen, ja, und das führt angeblich eine Mutter mit ihrem verstorbenen Sohn. Also ich dachte, das ist wohl echt nicht wahr. So, wie auch immer. Mhm. Jedenfalls, ich habe diese Kassette dann bekommen, ich habe das angehört und genau das war meine Reaktion, ja, das kann überall herkommen. Mhm. Wobei man eigentlich zu den Stimmen einiges sagen müsste, aber weil wir uns kurz halten wollten, mache ich das jetzt. Ja. So, und als ich dann mit dem Buch fertig war, habe ich das so 4 Wochen liegen lassen und dachte ich, dann lese ich es nochmal durch. Und in der Zeit habe ich gemerkt, dass mich das Thema wurmt. Mhm. Das ist so, ich bin überhaupt nicht medial veranlagt, mhm, mir begegnen keine Geister, kein gar nichts. Und mhm, ich dachte, das ist vielleicht eine Möglichkeit, das auf technischem Wege zu probieren. Und weil ich mir dermaßen dämlich vorkam, mit dem Jenseits, aber ich schwöre dir, also ich hab da... Du machst es sehr spannend, ich bin sehr gespannt. Ja, pass auf. Ich, du wirst wahrscheinlich einen Versuch unternommen haben. So ist es. So erzähl. Ist. Aber nicht erstmal ich, sondern, also normalerweise mach mal so, du stellst ein Radio auf. Ja. Stellst es auf einen fremdsprachigen Sender ein, ja, und da hinten quatscht die Stimme und du sitzt vor dem Mikrofon am Computer angeschlossen und du redest da mit dem Jenseits. Und ich war halt eben, kam mir zu blöd vor, selber zu reden, da habe ich meine Freundin reingeholt, so nach dem Motto, die kann sich ruhig blamieren, aber ich nicht. Ja. So, und dann fing sie an zu reden und während des Redens hörst du nichts. Wenn du aber dann das Tonband, respektive den Computer, abhörst, mhm, du musst das allerdings mehrmals machen, weil diese Stimmen jetzt nicht so reden, wie ich jetzt mit dir rede, sondern die sind versteckt. Also nochmal, ich sitze vor einem PC. Richtig. Und höre über den PC Radio. Nein. Du stellst ein Radio, ein ganz normales Radio auf. Ja. Dort stellst du einen fremdsprachigen Sender ein. Irgendeinen fremdsprachigen Sender? Warum einen fremdsprachigen Sender? Damit, wenn du einen deutschen Sender zum Beispiel einstellst, dann hörst du deutsche Stimmen, dann kannst du ja jedes Mal sagen, ja, das kam ja vom Radio. Okay, also ich stelle ein Radio auf und einen fremdsprachigen Sender ein. So ist es. Dann so setze ich mich vor meinen Rechner. Rechner, an den ein Mikrofon angeschlossen ist. Ja.
Ich habe das mit Rechner gemacht, manche machen das mit Tonband. Aber sagen wir mal, Rechner. Und dann fängst du an, du redest mit dem Mikrofon. Du begrüßt wen auch immer, du stellst Fragen an wen auch immer. Und zeichnest das mit dem Rechner auf, was du fragst. Ganz genau. Zeichnest du auf. So. Ja. Dann gehst du hin. Also, Entschuldigung, ich unterbreche nur, damit es wirklich richtig klar wird. Man benutzt eigentlich erstmal den Rechner, um es profan auszudrücken, als Tonbandgerät. Ganz genau. Ja. Also, ich habe den Rechner deswegen genommen, weil du kannst es mit Tonband auch machen, nur beim Abhören ist es sehr kompliziert mit Tonband. Okay. Weil du musst immer vorspulen, zurückspulen. Okay. Du müsstest die Stimmen lauter machen, du müsstest Geräusche niedriger stellen, das kannst du mit Tonband. Okay, jetzt hast deine Freundin davor und hat verschiedentliche Dinge gesagt und gefragt. So ist es, so ist es. Und was das Paradoxe eben war, normalerweise heißt es, wenn man sowas macht, das dauert Monate, bis irgendwas passiert. Ja. Und bei uns war sofort etwas da. Was war denn da? Wen hat sie denn gefragt? Ja, pass auf. Also eine dieser Dialoge sah zum Beispiel wie folgt aus. Sie sprach, hallo Papa, also ganz kurz, ihr Vater und mein Vater, die sind beide 1998 gestorben. Mhm. Ich komme, das musst du jetzt im Vorfeld wissen, ursprünglich aus Ungarn. Mhm. So. Dann sagt Regina, so heißt meine Lebensgefährtin, hallo Papa, kannst du mich hören? Wir vermissen dich sehr. Beim Abhören, nicht beim Sprechen, beim Abhören hörst du dann, ich versuche das vorzumachen, ein Ja. So, dann plötzlich hörst du ganz laut hineinrufen, Sia. Das ist auf Ungarisch so viel wie mit der italienischen Ciao, eine Begrüßung. Ja. Da fragst du zum Beispiel, wer ist da? Ja. Darauf wieder die Flüsterstimme, Papa. Wie gruselig. Ja, das war überhaupt nicht gruselig, du. Das ist ganz verrückt. Ich kann dir das nicht erklären. Dein Kollege hat mich auch gefragt, wie hat mich das jetzt berührt? Glaube ich jetzt an Jenseits oder war es gruselig? Wenn du dir das wirklich vorstellst, dass du plötzlich eine Stimme hörst, nachweislich hörst, und das ist das Faszinierende. Mhm. Das kann nicht eine Einbildung sein. Mhm. Ich kann das jedem vorspielen. Gut, aber ich muss vorher noch was anderes fragen. Warum muss überhaupt dieses Radio eingestellt sein? Eine sehr gute Frage. Damit komme ich zu der Frage, wie kommen die Stimmen zustande? Ja. Ich bin der Letzte, der dir darauf antworten kann. Es gibt alle mögliche esoterische und spiritistische Fantastereien, die weiß, also, hat das Jenseits das Radio nötig? Bitte? Hat das Jenseits das Radio? Nee, pass auf, also die Vermutung ist, und das ist für mich das Plausibelste, ohne das wirklich erklären zu können. Mhm. Für mich das Plausibelste ist, du brauchst nicht unbedingt das Radio, sondern viele machen das auch einfach mit anderen Geräuschen, mit Wassergeplätschere, mit was weiß ich was. Also die Theorie ist, ich betone, die Theorie ist, du brauchst eine Geräuschquelle, weil diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Wesenheiten, diese Geräusche umformen, wie auch immer umformen. Das ist die Theorie. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Ich weiß es also nicht. Es könnte dann, das würde ja bedeuten, man könnte auch irgendetwas anderes, irgendein Geräusch im Hintergrund laufen lassen. Richtig. Und es gibt sogar ganz Bekloppte, die gehen zum Beispiel hin, entschuldigen bitte, also ich hoffe, dass diejenigen, die das wirklich machen, mir das jetzt nicht übel nehmen. Ja. Die nehmen zum Beispiel eine Klavierseite und ziehen das ständig an irgend so ein Metallgestell durch die Gegend und dann entsteht irgend so ein komisches Geräusch, kannst du dir vorstellen, so ein Quietschen. Mhm. So, und dann werden die Stimmen angeblich auch umgeformt. Nur dazu kann ich dir nichts sagen, weil das nicht meine Erfahrung ist. Also, ich muss dir eins sagen, eins halt bitte noch. Ja. Das Problem, weißt du, ich habe dir nur ganz zwei, drei ganz Kleinigkeiten gebracht. In so einem Fall, ich habe auch mit verschiedenen Leuten gesprochen. Also wenn einer eurer Tontechniker mir eine Erklärung geben könnte, wäre ich sehr, sehr glücklich. Müsste eigentlich dein Physikprofessor müsste es eigentlich erklären. So, pass auf, der Physikprofessor, der selbst nicht nur die Tonbandstimmen einfängt, sondern Amateurfunker ist, der glaubt daran. Das heißt, er hat auch Erklärungen, wie das zustande kommt. Nur, das sind alles Erklärungen, die implizieren, dass es dieses Jenseits gibt. Ich verstehe. Ich habe aber bisher noch überhaupt keine Erklärung gefunden, wie das sein kann, dass diese Stimmen da sind. Es gibt natürlich auch, sag mal, Erklärungen, da ist ein Radiosender reingerutscht. Ja. Theoretisch möglich. Ja. Es soll auch schon mal in Deutschland gegeben haben, dass er aus irgendwelchen Kochtöpfen gesprochen hat. Und da hat man herausgefunden, dass da irgendwelche Radiosender standen. Ja, ja, es gibt die verrücktesten Erklärungen. So, du bist aber am Anfang bist du da äußerst skeptisch rangegangen, hast es eigentlich nicht geglaubt, hast es nur dokumentiert für dein Buch. So ist es. Jetzt hast du selbst mit deiner Freundin zusammen die Erfahrung gemacht. Heißt es wirklich, dass du es glaubst? Ich will das jetzt mal so sagen.
Ich zitiere da diesen Satz von Shakespeare. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Reihe kriege. Es gibt zwischen Himmel und Erden Dinge, von denen eure Schulweisheit schweigt. Ich glaube, es ist von Goethe, aber egal. Nein, das ist von Shakespeare. Ist von Shakespeare. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das richtig zitiert habe. Ja, so in der Richtung stimmt es schon. Also so, du hast Zweifel. Du hältst es für möglich zumindest. Ich halte es für diesen Einsatz möchte ich noch gerne hinterhersetzen. Diese vermeintlich naturalistischen Erklärungen, reingerutschte Radiosender, was weiß ich, zieht dann nicht, wenn sowohl diejenigen auf der anderen Seite sich selbst namentlich melden oder dich namentlich ansprechen. Also wenn du zum Beispiel auf die Frage, wie es bei uns passiert ist, auf die Frage, da fragte meine Lebensgefährtin ihren Vater, ob mein Vater da sei, darauf die Antwort kommt, ja, Regina. Da frage ich dich bitte, wie klappt das mit dem Radiosender, wie klappt das mit irgendwelchen anderen natürlich Erklärungen? Warst du vorher ein atheistisch denkender Mensch? Nein, so kann man das nicht sagen. Also sag mal, meine Religion, ich weiß nicht, ob dir Panentheismus etwas sagt. Ja, sag mir was. So würde ich mich definieren. Also ich bin vor 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Ich glaube nicht an einen Gott, wie eine Religion sie vermittelt, aber ich bin davon überzeugt. Die Pantheisten sehen Gott letztendlich in der Natur, in der Kunst, im Schönen. Da verwechselst du, glaube ich, etwas, wenn ich dich korrigieren darf. Es gibt den Pantheisten, der definiert Gott mit Universum. Ja. Das ist im Prinzip, wenn du so willst, eine atheistische Weltanschauung. Ja. Und es gibt den Panentheismus. Ja, das sagt mir nichts. Dann haben wir es falsch verstanden gerade. Ja. Das ist im Prinzip eine Art Pantheismus mit Gott. Das heißt, du bist eins mit Gott. Gott ist eins mit der Natur. Und der Pantheist sagt, es gibt keinen Gott, sondern nur die Natur. Also, wie auch immer, dich hat das beeindruckt. Ja. Und es wird nachhaltig irgendwie sein für dich und dein Leben, dass du das so mitbekommen hast. Das denke ich, ja. Ja. Also, du hast es natürlich neugierig gemacht und vielleicht wird der ein oder andere das mal ausprobieren zu Hause. Weißt du, was ich auch eigentlich gerne machen würde, ist, nur das macht ihr wahrscheinlich nicht. Ich habe, wie gesagt, diese Aufnahmen auf dem Computer. So, ich könnte es euch theoretisch zumailen. Das bringt mir gar nichts. Dann würde ich denken, na gut, das ist irgendein Tondokument, das kann auch ein Fake sein. Das muss ich selbst erleben und es selbst gemacht haben. Dann glaube ich das erst. Siehst du, Domian, und das ist genau das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Ja. Bis heute, und das unterscheidet mich von diesem Physikprofessor, der meiner Meinung nach, um ihn mal zu kritisieren, ein bisschen zu gutgläubig ist. Er glaubt an jede Einspielung, was ihm zugeschickt wird. Ich selbst zweifle an jeder, bis auf die eine, die ich gemacht habe. Ja, so würde ich es ganz genauso sehen. Ich werde es vielleicht mal ausprobieren, Laszlo. Probier's mal. Ich danke dir auf jeden Fall für den Anruf und für die interessante Schilderung. Lass mir einen Tipp dir nur geben, wenn du es ausprobierst. Du brauchst viel, viel Zeit. Gut, ich brauche viel Zeit. Weil das Anhören dauert sehr, sehr lange. Immer wieder hören, immer wieder hören. Vielleicht bildet man sich das irgendwann dann auch ein, wenn man es ganz oft gehört hat. Aber nicht dann, Domian, und das ist der springende Punkt, nicht dann, wenn das Menschen unabhängig voneinander hören, das Gleiche hören, an der gleichen Stelle hören, ohne dass ihnen das vorgesagt wurde. Ich danke für deinen Anruf, Laszlo. Gern geschehen. Dankeschön, tschüss. Viel Spaß heute. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50. Das war so unser esoterischer Einstieg heute und es geht weiter mit der Barbara. Barbara ist 60. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Barbara. Ich muss mal sagen, deine Sendung finde ich ganz, ganz klasse. Dankeschön. Ich sehe fast jede Nacht diese Sendung und jetzt zur Zeit ist es bei mir auch so, dass ich überhaupt nicht zur Ruhe komme, dass ich einen Wahnsinnsschicksalsschlag hinnehmen musste. Mein Sohn ist am Heiligabend 40 geworden. Und er ist am 26. Februar verstorben. Er hatte Krebs gehabt. Und ich habe gestern schon probiert, zu dem Thema Gift. Da wurde ja das sehr ausführlich durch diese Krankenschwester mit der Chemo. Und das war genau das, was wir jetzt in letzter Zeit ein Dreivierteljahr mit unserem Jungen durchleben mussten, wie Chemo auf einem Menschen tatsächlich als Gift im Körper. Das eine soll es heilen, das andere macht es sehr viel. Alles kaputt. Du hast gesagt, seit einem Dreivierteljahr. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist er im Dezember erkrankt. Er hatte Hodentumor 2000. Und ist dann in diesen 7 Jahren, er wurde dann als geheilt, er hat wieder gearbeitet, alles,
Und hat dann voriges Jahr, hat er dann angefangen, so im März, Februar, März hat er angefangen, Rückenschmerzen zu bekommen, Schmerzen zu bekommen. Er konnte nicht mehr richtig essen. Aber kein Arzt ist darauf gekommen, dass es irgendwie mit der Vorgeschichte zu tun hatte. Wann fingen denn die Chemotherapien an? Und die Chemotherapien fingen dann am 2. Mai wurde festgestellt, dass er wieder Krebs hat. Mhm. Und 14 Tage später ist er in die Klinik. Dann wurden viele, viele Tests gemacht und dann wurde angefangen mit der Chemo. Mhm. Das waren dann etwa 4 Wochen später. Und dann hat man 20 Chemos gegeben. 20? Und ja, und dann war er zu Hause. Wie hat er denn diese Chemotherapien vertragen? Mitunter ganz, ganz schlimm. Was? Es waren, also Haarausfall sowieso, aber das war rein äußerlich. Aber mit Brechreiz, er konnte oftmals nicht nach Hause, was ja zwischen den Chemos öfters dann möglich ist. Das war dann überhaupt nicht möglich. Dann ist er von einer Chemo zur anderen im Krankenhaus geblieben. Hm. Und ja, somit hat er sich, also der Körper war total fertig. Hm. Und dann ist er zu Hause gewesen, war 4 Wochen zu Hause und dann musste er nach München. Wir wohnen im Allgäu, ja. Dann musste er nach München. Und dort hatten sie ihm eine Lymphadenektomie gemacht, das spricht den ganzen Körper von oben bis unten aufgeschnitten und haben ihn den Krebs rausräumen wollen und dann mit einer Chemo nochmal hinterher und dann sollte alles in Ordnung sein. Und da haben sie ihm die Hohlvene noch angeritzt und somit ist dann, hatte er noch mit Thrombose noch zu tun gehabt. Dann ist er nach Hause gekommen und dann musste er wieder und da ist er dann wieder in die Klinik und hat dann die Chemo und aus der Chemo ist dann nachher hat er Lungenentzündung bekommen. Also ich merke schon, eine komplexe und sehr, sehr schlimme Leidensgeschichte, ja, die dein Sohn hat mitmachen müssen. Aus der Lungenentzündung heraus musste er ins Koma gelegt werden, weil das so schlimm war. Und dann hat er 9 Wochen hat er im Koma, im künstlichen Koma. Mhm, ja. Und statt es besser wurde, dann hat er einen Luftröhrenschnitt, weil er immer wieder neue Infekte kriegte, immer wieder neue Entzündungsherde im Körper. Ist er denn, Barbara, bevor er verstorben ist, dann nochmal wach geworden? Gar nicht. Wach geworden. Das heißt, wann hast du ihn das letzte Mal bei Bewusstsein erlebt? Beim Bewusstsein habe ich ihn den 2. Adventssonntag erlebt. Den 2. Adventssonntag. Und danach ist er dann in die Klinik gegangen. Da hat er dann gesagt, Mutti, jetzt muss ich in die Klinik und jetzt muss ich das alles. Ja, das heißt... Und Heiligabend habe ich ihn, da ist er 40 geworden, da habe ich ihn dann noch gratulieren können, aber nur unter ganz... Also mein Mann hat dann gar nicht mehr mit ihm sprechen können. Wir haben dann am Telefon gesessen und haben beide dann eben nur ihn gehört. Ich habe ihm dann ganz kurz gratuliert. Er konnte gar nicht mehr richtig reden, weil er gar nicht mehr die Luft dazu hatte. Ja. Das heißt, diese schweren Chemotherapien waren alle letztendlich ohne Erfolg? Ohne Erfolg und im Grunde genommen auch noch die Folge danach, dann wurde es immer schlimmer. Dann haben die Nieren ausgesetzt, da musste er dialysiert werden. Dann hatte er wie wir kamen, eines Tages war er ganz gelb, da hat dann die Leber ausgesetzt. Und somit ist er körperlich immer mehr in diesen Verfall reingeraten. Wenn du das und wenn ihr das als Angehörige so mitbekommen habt, all die Wochen, all die Monate, war das dann, als er dann verstorben ist im Februar, dass du gedacht hast, es ist jetzt auch eine Erlösung für ihn? Ja, ich war mit meinem Mann, wir wollten zum Besuch ihn, weil wir dann uns immer abgewechselt haben mit der Tochter, dass immer einer dabei war, bei ihm war, weil man ja immer doch sagt, es ist nicht nachgewiesen, ob Koma-Patienten irgendwie es mitbekommen, aber wir wollten so viel wie möglich ihn dann
eben auch spüren lassen, dass wir da sind. Mhm. Ja. Und dann sind wir am 26. Februar hingefahren, weil meine Tochter Sonntag mit der Frau da war. Und dann sind wir Montag gefahren und die Ärztin meinte, dass wir gerufen wurden vom Krankenhaus, weil wir kamen. Und sie redet mit uns und sagt, ja, dann wird die Dialyse abgeschaltet und dann wird das Beatmungsgerät abgeschaltet. Und dann sagt sie so, und dann werde ich jetzt die Frau und ihre Tochter anrufen. Und das sage ich aber doch nicht jetzt. Und da sagt sie, ja, wir wissen noch nicht mal, ob er es bis heute Abend noch schafft. Und das war Mittag um 12. Und abends, die Mädels haben es dann noch geschafft, seine Frau. Und wie viel Uhr ist er dann, verstorben? Genau, 19 Uhr. Oh, 19 Uhr. Verstorben. Wie geht es dir heute mit all diesen schlimmen Erinnerungen? Es ist schlimm, es ist fast nicht zum Aushalten. Dieser Gedanke, mein Junge geht zuerst, das ist schon mal schlimm. Aber dieses Gefühl, natürlich bin ich auch dankbar. Mein Mann trifft es noch viel mehr, weil er vor 20 Jahren den gleichen Krebs hatte. Ist es dein einziger Sohn gewesen? Und meine Tochter. Also vom Sohn her, ja. Und dann Sohn und dann noch eine Tochter. Dann noch die Tochter, die zwei Jahre jünger war. Ja. Aber dieses Erlebnis, natürlich bin ich froh, Domian, dass wir alle dabei waren. Aber dieses Gefühl, der letzte Atemzug, diese Ohnmacht, ich habe die Hand auf sein Herz gehabt, der letzte Schlag, dann dieses Aus, dieses Atmen und dann nichts mehr. Es ist einfach grausam. Es ist grausam, ja. Und das ist halt jetzt so wahnsinnig schwierig, damit so zurechtzukommen, ja. Das ist so, wenn ich jetzt an einem Grab stehe, wir sind jeden Tag am Grab und es wird immer unwahrscheinlicher, es wird immer härter, es ist einfach nicht so. Sprecht ihr viel in der Familie darüber? Die Tochter wohnt weiter weg. Sie hat sich dann, seine Frau, die ist jetzt bei ihr. Da kommt wenig, die muss selber erstmal die Trauer, ihrem Bruder die Trauer verarbeiten, da kommt fast gar nichts. Sprichst du mit deinem Mann viel? Mit meinem Mann, wir reden sehr viel. Ja. Es ist das vorherrschende Thema. Wir haben auch wunderbare Freunde, die uns begleiten. Ja. Dennoch ist es natürlich ganz, ganz furchtbar. Es ist ganz furchtbar und ich... überlege gerade, Barbara, ich glaube, wir können dir im Hintergrund jetzt noch einige Ratschläge geben und vielleicht einige Tipps, wie du mit deiner Trauer ein wenig besser wirst zurechtkommen können. Ich bin auch in psychologischer Behandlung schon länger, wegen anderer Sachen, weil es ist uns wirklich nicht, das Schicksal hat uns nicht gerade so rosig begegnet. Aber das wäre alles, wir beide haben immer gesagt, mein Mann und ich, alles kann, alles schafft man, alles, wie denn so mein Junge, so wie er so krank wurde und so, haben wir alles gesagt, wir nehmen alles an, nur dass unser Junge da wieder... Und dass er nicht vor euch geht, ja. Liebe Barbara, ich spreche dir wirklich mein aufrichtiges Beileid aus. Möchte jetzt gerne vorschlagen, dass du auflegst und wir dich zurückrufen werden. Und wir im Hintergrund noch ein wenig beraten, wie wir dir noch zur Seite stehen können und helfen können. Dankeschön. Von Herzen dir und deiner Familie alles Gute. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Vielen Dank und macht weiter so. Es ist eine ganz, ganz tolle Sendung. Vielen Dank, sehr herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Hier ist Christian. Christian ist 18 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo. Hallo Christian. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht nichts, das vergeht gleich. Um was geht's denn, Christian? Und zwar ist das Thema im Großen und Ganzen mein Vater. Und zwar war es so, dass sich meine Eltern vor 4-3 Jahren getrennt haben. Und da hatte ich mich halt dazu entschieden, bei meinem Vater zu bleiben. Mhm. Und zu dieser Zeit war auch alles gut. Ich sag mal, jetzt ungefähr 4 Jahre lang war es dann noch so, wir haben Wochenende, weil wir sind unter anderem viel Fahrrad gefahren und
Da hatten wir halt jedes Wochenende waren wir mindestens 50 Kilometer unterwegs. Also oh, war das war viel. Ja. Na, hallo, jedes Wochenende 50 Kilometer Fahrrad fahren? Ja, mindestens. Nicht schlecht, ja. Ja, also die... Das klingt nach einem guten Verhältnis, wenn man das miteinander macht. Die weiteste Tour war 120 Kilometer, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Jetzt ist es halt so, dass er seit einem Dreivierteljahr eine neue, ich nenne es jetzt mal, Lebensabschnittsgefährtin hat. Also während der letzten Zeit hatte er keine Freundin. Richtig, richtig. Ja. Und es ist halt während dieser, also seit dieser Zeit so, dass ich für ihn Stück für Stück unwichtiger wurde, sage ich jetzt mal. Und Wie merkst du das? Das merke ich alleine daran, dass er dann jetzt vor einem Dreivierteljahr, als das halt anfing und so, weil zu dieser Zeit haben wir noch zusammen in einer Wohnung gewohnt und als zum Beispiel seine neue Lebensabschnittsgefährtin da war... Nennen wir es einfach mal seine Freundin. Ne? Das klingt so ein bisschen Okay. Und während dieser Zeit war es halt zum Beispiel so, dass wenn sie dann zu ihm kam, was dann halt auch 3-4 Mal die Woche so war, durfte ich zum Beispiel nicht mal zu Hause sein. Also wie hat er gesagt, dann darfst du nicht kommen oder darfst du nicht da sein? Es hieß dann also, sagen wir mal kurz, seine neue Freundin hat Gabi so. Dann hieß es halt, Gabi, komm, du kannst dann ja da und dahin. Hauptsache weg. Ne? Mhm. Also ich habe dann gestört. Und wohnst du jetzt nicht mehr bei deinem Vater? Es war jetzt bis vor ungefähr 4 Monaten so, dass er hier noch geschlafen hat. Aber seit diesen, wie gesagt, 3-4 Monaten ist es dann jetzt halt so, dass er halt auch jetzt täglich bei ihr ist, komplett den ganzen Tag. Mhm. Und das Ganze endet jetzt darin, wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus will, dass er jetzt die Wohnung vor ungefähr 2 Monaten gekündigt hat, wo wir dann halt zusammen noch gemeldet waren. Es hieß dann, du kannst dann, sprich ich, so lange hier bleiben, wie du dann eine vernünftige Arbeit gefunden hast, weil ich bin zurzeit leider durch viel Pech, muss ich sagen, arbeitslos und habe deswegen auch keinen... Okay, also er hat dir das Angebot gemacht, dass du in dieser Wohnung, in der ihr gemeinsam gewohnt habt, in der Zeit, du kannst noch eine Weile da wohnen bleiben. Richtig, richtig. Er ist aber aus der Wohnung schon raus, ne? Ich habe es richtig verstanden. Ja, richtig. Ja. Und jetzt hat er sie halt gekündigt und jetzt ist es, stand jetzt so, dass ich jetzt Montag hier raus sein muss, weil dann die Vermieter hier anfangen zu renovieren. Am Montag schon? Richtig, jetzt haargenau in 3 Tagen. Und haargenau, und wie lange, seit wann weißt du das? Das ist das Problem. Und seit ungefähr, sagen wir mal, seit wann weiß ich das? 2-3 Wochen vielleicht. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich bin halt arbeitslos. Und so, jetzt hängst du, im Klartext, du hängst es völlig in der Luft. Ja, richtig. Du weißt nicht, wo du hin sollst. Richtig, das heißt... Du hast Möbel und du weißt nicht, wohin mit dem Möbel. In drei Tagen obdachlos. Ich habe mich mit meinen ganzen Verwandten unterhalten. Sie haben alle einstimmig gesagt, du kommst hier nicht hin, du wirst dich hier nicht einnisten, wir kommen nicht für dich auf. Einstimmig, haben das alle gesagt? Einstimmig. Also ich habe mich... Liegt das jetzt an den Verwandten oder liegt es an dir, dass du einen schlechten Ruf hast, dass die alle einstimmig so... Eigentlich gar nicht, also... Was ist mit deiner Mutter? Ja, und zwar war das so, dass ich vor, ich sag mal, ungefähr einem halben Jahr hatte meine Schwester mal, weil ich habe auch noch eine jüngere Schwester und die kam dann Wochenende öfter mal zu mir, um hier mal zu übernachten. Nee, sag doch ganz und einfach mal, kannst du nicht zu deiner Mutter ziehen? Nein, die hatte dann zum Spaß mal gesagt, dass meine Mutter mal gesagt hatte, dass ich jetzt wo quasi am Verhungern wäre. Weil er mir seit ungefähr einem Dreivierteljahr muss ich mit ungefähr 10 Euro pro Woche auskommen, komplett für den ganzen Haushalt, was ja nochmal auch nicht gerade viel ist. Mhm. Und da hatte sie mal gesagt, dass meine Mutter mich wo mal zum Essen gerne mal einladen würde, weil in der Vergangenheit sind viele Sachen vorgefallen. Also Christian, du kannst nicht zu deiner Mutter. Die Frage war, du kannst nicht zu deiner Mutter. Nein. Sie ist doch Arbeitslosengeld 2 und sie hat da weder das nötige Kleingeld noch. Okay.
Jetzt ist die Situation nicht schön für dich, verstehe ich. Ja, richtig. Du weißt es jetzt seit 2-3 Wochen, ja. Seit einigen Wochen. Da musst du auch. Was hast du unternommen, seitdem du das weißt? Ich bin zu sämtlichen Ämtern hier gegangen, sprich zum Jugendamt, zum Arbeitsamt, zum Bürgerbüro hier, wo man die allgemeinen Fragen so stellt. Mhm. Und die hatten mir alle gesagt, dass mein Vater, bis ich denn dann 25 wäre, wo finanziell für mich aufkommen müsste, wenn ich das selber nicht könnte. Ja, aber die Sache ist halt nur die, dass ich mich mit ihm unterhalten habe und er sagt, dass ich keinen Cent von ihm bekomme. Mhm. Also echt null. Er will nichts mehr finanziell mit mir zu tun haben, obwohl er gut verdient nebenbei. Und ja. So, jetzt lass uns mal nochmal, ich will ja mal ein paar Sätze zu der Freundin sagen. Ich meine, wenn dein Vater auch nach einer langen Zeit der Trennung sich wieder neu verliebt hat, ist das ja sein gutes Recht. Ja. Das wollen wir ihm gönnen. Und wenn dann so der Fokus etwas weg von dir geht, du bist ja immer nun auch ein erwachsener Kerl, wenn auch noch ganz jung, aber du bist erwachsen, ist das auch noch verständlich, finde ich, dass er sein eigenes Leben führt. Nun weiß ich nicht genau, was da vorgefallen ist, dass das so kurzfristig ist, erscheint mir absolut nicht in Ordnung. Andererseits musst du dich auch mal ein bisschen auf deinen Hintern, musst auch ein bisschen hochkriegen. Ja, du auch geldmäßig, du musst auch jobben, du musst, es gibt tausend Sachen, die du machen kannst. Aber Domian, du musst wissen, hier wohne ich in der Stadt, hier sind ungefähr 40.000 Einwohner, mein Gott, nicht so viel. Und hier ist es echt schwer, Arbeit zu bekommen und wie ich deiner Regie schon gesagt habe, das würde jetzt den Rahmen deiner Sprechzeit deutlich sprengen, ist... Hast du denn eine Schulausbildung? Da auch viel Pech in der Vorzeit vorgefallen und jetzt ist es zurzeit jetzt so, dass ich bei 8 Teilarbeitsfirmen angemeldet bin, wo jetzt dann wiederum das Problem ist, dass ich keinen gelernten Beruf habe. Naja. Hast du den Schulabschluss? Auch kein Auto habe und nebenbei lese ich halt jeden Anfang der Woche Zeitung, wo die ganzen Stellenangebote stehen. Ich versuch's mal ein drittes Mal. Hast du einen Schulabschluss? Ja, ich habe die Fachoberschulreife mit Qualifikation plus ein Jahr lang. Das ist doch ganz gut. So, da kann ich dir jetzt natürlich jetzt, da weiß ich jetzt nicht, wie du am besten irgendwie einen Job kriegst oder so. Ja, was jetzt ein sehr dringliches Problem ist, finde ich wirklich, ist, dass deine Wohnung aufgelöst wird. Richtig. Und die Gefahr, dass du obdachlos wirst und auf der Straße hängst, das finde ich ganz, ganz dramatisch. Ja. Und da muss irgendwie jetzt schnelle Hilfe ran. Was man da was man unkonventionell machen kann, das weiß ich nicht. Da müssen jetzt meine Leute mal ein bisschen im Hintergrund rumgucken und rumrecherchieren. Mhm. Wo man dich zumindest für eine Weile ordentlich unterbringen kann, bis du selbst hier irgendwas gesucht hast. Ja, deshalb bitte ich. Wie gesagt, ich habe weder das Geld noch würde mich irgendeiner meiner kompletten Verwandten irgendwie aufnehmen. Genau. Also die Situation ist da schon ziemlich krass und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir adäquat da irgendwie vorgehen. Dafür möchte ich dich bitten, dich eine kleine Weile zu gedulden, vielleicht 10, 15 Minuten, und dann wirst du von uns wieder angerufen. Das ist natürlich. Ja, das müssen wir jetzt, das kann man jetzt nicht so ad hoc hier sagen, wie man das am besten macht. Da müssen wir uns ein bisschen schlau machen. Okay? Okay. Lieber Christian, wir melden uns bei dir gleich wieder. Okay, und was ich noch sagen wollte, du hast echt eine ganz tolle Sendung und ich finde, du bist ein so toller Mensch, dir jede Nacht die ganzen Probleme anzuhören. Echt ganz, ganz, danke, ganz großes Lob. Danke, danke, danke. Und wenn ich vielleicht noch eine Autogrammkarte bekomme. Genau, dann kannst du gleich deine Adresse sagen und dann schicke ich dir sehr gerne eine. Okay, also tschüss, Christian. Ich würde dann jetzt auflegen und ihr ruft. Und wartet es ab, bis wir uns gleich melden. Okay. Ja. Tschüss. Okay, alles klar, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und ich werde euch jetzt schon mal unsere Themen von und für nächste Woche sagen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema brutale Jugendliche. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Beine. Ich möchte gerne mit euch über Beine reden. Das ist unser Thema nächste Woche Donnerstag. Jetzt geht's weiter mit einer freien Runde und einer offenen Sendung und mein nächster Gast ist Markus und Markus ist 36. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Markus. Ja. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich habe am 2.3., also vorhin Freitag, bin LKW-Fahrer, muss ich zusagen. Ja. Bin auf der A4 gefahren, bin in Erfurt auf der Autobahn drauf gefahren und fahre so vielleicht 5-6 Minuten, auf immer höre ich einen Funkspruch.
Die Alte hat jetzt aber einen Abflug gemacht. Sag's nochmal. Du hörst einen Funkspruch? Ja, ich habe Funkgerät im LKW. Ja, und was hörst du da? Und höre, wie ein LKW-Fahrer über den Funk sagt, die Alte hat jetzt aber einen Abflug gemacht. Was bedeutet das? Ein Unfall. Die Alte hat einen Abflug gemacht, das bedeutet einen Unfall. Ja, also ist von der Autobahn abgekommen und einen Unfall gemacht. Ja. Also das hat jemand beobachtet, dass ein Unfall passiert ist? Ja. Und woher wusste der LKW-Fahrer, dass das eine Frau ist? Das kann ich nicht sagen, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. So, dann bin ich so vielleicht eine halbe Minute gefahren und auf einmal sehe ich, wie an der Böschung ein PKW in ein Verkehrsschild, da stand drauf 1000 Meter Rastplatz Eichelborn bei Erfurt unten. Ja, auf einmal, ich fahre so schon langsamer, aber vorbei und sehe ich, wie sich eine Person da auf dem Fahrersitz bewegt. Ja, ich gleich angehalten, bin zu dem Auto gerannt und da sehe ich die Fahrerin da drinnen, reißt die Tür auf und ist eine ganz junge Frau, vielleicht so 20. Als ich sie frage, was passiert ist, sagt sie, der BMW, wo ist der BMW? Sag ich, du, hier ist kein BMW, hier ist niemand. Bist du verletzt? Nee, aber Saskia. Und da ist noch eine andere junge Frau auf dem Beifahrersitz. Die hat nur noch geröchelt. Dann habe ich jetzt erstmal die erste rausgeholt aus dem Auto. Habe sie an der Böschung hingesetzt. Bin wieder rein ins Auto und da saß die Kleine. 25, wie gesagt, jetzt weiß ich auch, dass sie 25 ist. Röchelte nur, dann habe ich sie so langsam an mich rangenommen, weil das ganze Sitz war kaputt. Da hat ein Betonpfeiler von dem Schild, das waren so Betonfüße unten dran, das hat so 30, 40 cm im Auto drin gestanden, auf der Beifahrerseite und hat den ganzen Sitz kaputt gemacht. Dann habe ich die Kleine so in den Arm genommen, habe die Zunge rausgeholt und ja, Zündung ausgemacht, wie so ist Licht ausgemacht. Hab sie so gestreichelt und dann kam die andere zu mir. Was ist mit Saskia? Sag ich, du, es ist nicht weiter. Er hat einen Schock und da ich eben gesehen, wie die Schulter oben, der Knochen so rauskam. Sag ich, die Schulter ist gebrochen, mehr ist nicht. Ja. Bleib schön ruhig, setz dich draußen hin. Ja. Ja, es muss, irgendjemand muss die Polizei angerufen haben. Ja. Und jedenfalls irgendwann standen auch ein paar Leute da. Er hat eben keiner weitergeholfen. Es war am Rande der Autobahn, ne? Ja, ja. Es war eine dreispurige Autobahn. Es war früh um 8:30, um 9, 9:30 sowas war es. Ja. Also war am helllichten Tag, also ja, jedenfalls hat keiner geholfen. Und irgendwann ist die Kleine in meinen Armen wach geworden. Also du sagst immer die Kleine, das war eine 25-jährige Frau, ne? Ja, ist richtig, aber ich bin 36 und ja, okay, nur um es nochmal klarzustellen, dass es nicht missverstanden wird, ja. Nee, also ich habe bloß immer gesagt, weil ich ihren Namen nicht wusste, Kleine, wache auf und bleib schön ruhig. Jedenfalls ist er irgendwann aufgewacht, hat so um sich geschlagen, lass mich los, ich kann nicht mehr. Sag ich, bleib schön ruhig und bleib schön sitzen, die müssten doch gleich kommen. Ja, so eine Stunde später kam die Polizei und da habe ich sie immer noch im Arm gehabt. Und sagte Polizisten zu mir, wer sind Sie denn? Und sag ich, ich bin der LKW-Fahrer. Worauf lief es denn dann hinaus? Was ist denn dann passiert, Markus? Erzähl's mal, komm mal zum Punkt. Ja, also jedenfalls haben sie die nachher irgendwann, also ich habe einen Schock erlitten. Ich bin jetzt auch in psychologischer Behandlung. Also ich sollte sitzen bleiben, der Notarzt kam, Krankenwagen kam, alles. Notarzt hat über dem Seitenfenster eine Infusion angelegt und gespritzt und auf einmal ist er wieder weggetreten. Und er sagte der Notarzt zu mir, könnten Sie sie mit annehmen, wir wollen die Schiene unter den Rücken legen. Da habe ich mit einer Hand so unter den Hintern gefasst und denke, Mensch, das wird zu warm. Ich habe ihn wirklich gedacht, durch den Unfall, durch den Schock hat sich vielleicht bemacht oder sowas, kann ja alles passieren. Markus, wir müssen das mal ein bisschen abkürzen jetzt. Ist diese Frau gestorben? Das habe ich bis heute früh gedacht. Weil ich im Radio den nächsten Tag auch gehört habe, dass Du hast es bis heute früh gedacht, dass sie gestorben ist? Ja, weil dann. Und sie ist nicht gestorben, oder was? Sie lebt. Ich habe es heute früh erfahren, dass sie lebt. Ja, aber das ist doch großartig. Ja, das schon. Aber ich komme halt mit dem ganzen, mit den Umständen alles nicht so klar. Also, du warst dann vor Ort und hast auch geholfen und hast diese dramatischen Minuten miterlebt, bis dann endlich mal Hilfe kam und dann ist irgendwann diese Frau, die offensichtlich schwer verletzt war, in ein Krankenhaus gekommen. Und seitdem hattest du nichts mehr gehört davon. Ich habe seit Sonnabend versucht, irgendwas rauszukriegen, weil ich habe am Sonnabend gehört, dass er eben auf der Autobahn eine 25-Jährige gestorben ist
Und der Rettungssanitäter, der kam dann nachher auch zum Polizeihund und hat auch gesagt, die wird es nicht schaffen. Hm. Müssen sie schon beatmen und die ganze Becken unten ist wohl zertrümmert. Hm. Aber du hattest gehört, dass eine 25-Jährige gestorben ist. Ja, genau. Aber das war dann nicht diese Frau. Nee, scheinbar nicht. Ach so, und daher. Ah ja. Also ich will morgen nach Erfurt ins Krankenhaus fahren, weil das ist fast 200 Kilometer weg von mir. Ja. Ich will aber trotzdem hinfahren. Ich habe heute früh, gestern Abend, weil ich kann nicht schlafen und nichts. Ja. Wie erklärst du dir das denn? Ich meine, das ist ein Schimmer und es ist ein Unfall gewesen. Du bist, wie lange bist du schon LKW-Fahrer? 10 Jahre, über 10 Jahre. Das heißt, du wirst schon so einiges gesehen haben auf der Straße. Ich habe auch schon etliche Mal Unfallhilfe geleistet. Ja. Also, Wie kommt das, dass sich dieser Vorfall jetzt bei dir so dramatisch ausgewirkt hat, dass sich das so erschüttert hat? Das kann ich nicht sagen. Kann ich absolut nicht sagen. Ich habe auch Zivildienst gemacht, da habe ich auch etliche Tote gesehen. Mhm. Aber diesmal, das hat mich total aus der Bahn geworfen. Mhm. Ich bin jetzt auch zu Hause, ich kann kein LKW fahren. So schlimm ist es. Das heißt, naja, du hast die ganze Zeit, bist du davon ausgegangen, dass die Frau gestorben ist. Richtig. Das hat dich wahrscheinlich dann noch mehr runtergezogen. Ja, ja. Und jetzt diese Nachricht, dass sie lebt. Wie hast du, das habe ich jetzt gerade gar nicht richtig verstanden, du hast es durchs Radio gehört oder wie hast du das erfahren? Über das Radio habe ich gehört, dass sie gestorben, dass eine 25-Jährige gestorben ist. Genau, das ist ja klar. Und das andere, ja. dass sie lebt, wie hast du das jetzt erfahren? Ich bin von Polizeidienststelle zu Polizeidienststelle gefahren, war gestern in Dessau auf der Autobahnpolizei. Hm. Und die haben mir Telefonnummern gegeben von der Autobahnpolizei am Hermsdorfer Kreuz. Hm. Da habe ich die heute früh angerufen und die haben zu mir gesagt, also es war ein Unfall. Wir wissen aber nur, dass sie an diesem Tag, wo sie ins Krankenhaus gekommen ist, wo der Unfall passiert ist, noch gelebt hat. Hm. Wir wissen aber nicht genau, in welchem Krankenhaus sie ist. Hm. Wir können ihnen auch mal ein paar Telefonnummern geben. Und dann hast du es dann telefonisch selbst rausbekommen? Die haben von Krankenhäusern in Erfurt heute früh angerufen. Ach so. Und das letzte Krankenhaus, das katholische Krankenhaus, ja, da liegt sie. Und die haben dir dann, du bist auch sicher, dass das auch die Frau ist, Ich hoffe es. Also hast du einen Schock? Ja. Warum das jetzt so elementar bei dir wirkt, weiß man nicht, ist aber auch jetzt erstmal egal, das heißt, du brauchst Hilfe. Wenn du jetzt schon wenn du deshalb nicht mehr fahren kannst. Also ich kann Auto fahren, das geht noch alles. Hm. Aber so wie ich einen Krankenwagen sehe, ein Blaulicht sehe, Martinshorn höre, fahre ich rechts ran, ich bleibe stehen, ich kann nicht mehr. Den Enter haben sie schon hinter mir gehupt, weil ich nicht mehr weitergefahren bin. Das heißt, da muss ja nur wirklich was passieren, weil du unter Umständen sonst deinen Beruf verlierst. Ja, ja? Vorgestern war ich in Bernburg in der Psychiatrie, ja, weil ich kann wirklich nicht mehr. Ja. Bist du von dir aus dorthin gefahren oder hat dich dein Arzt dorthin überwiesen? Mein Arzt gebeten, mich zu weisen. Mhm. Ich musste nach Köthen zur Unfallchirurgie, weil das ein Durchgangsort ist, weil das als Arbeitsunfall zählt. Ja. Wie war das in der Psychiatrie? Hat dir das geholfen? Ich bin da reingekommen, da hat sie erstmal zu mir gesagt, also Herr Bischof, ich habe nicht viel Zeit und ich habe bloß eine halbe Stunde, erzählen Sie mal kurz. Dann habe ich meins erzählt, dafür will ich jetzt auch nicht, weil die meisten psychisch Gestörten bei sowas kommen erst nach Monaten oder Wochen. Ich muss mich erstmal belesen, wie sie behandeln können. Tolle Psychiatrin. War das eine Ärztin? Ja, es war eine Psychologin. Na super. Ja, so darf es natürlich nicht laufen. Das kann ja wohl nicht sein. So darf es nicht laufen. Das ist natürlich ein absurd, was da passiert ist. So, ich wollte auch einen Unfallseelsorger, habe ich auch eben schon mal gehört, dass es sowas gibt. Mhm. Habe auch bei der Feuerwehr hier bei uns in Aachen angerufen. Ja, dann habe ich einen Dummern gekriegt und die Polizei sowieso oder Unfallseelsorgerin sagt zu mir, sind Sie Polizeibeamter oder Feuerwehrmann? Sage ich, nee, dann darf ich für Sie nicht tätig werden, weil ich darf nur... Also, das ist eine Situation, da ist jemand, der Hilfe sucht, der wirklich von sich aus sogar in eine Psychiatrie geht und dann mit so einem Quatsch abserviert wird. So, ich verspreche dir, dass im Rahmen dessen, was wir leisten können, wir dir jetzt auch heute Nacht noch helfen werden, Markus. Der erste Schritt war jetzt hier unser Gespräch auf dem Sender, das du mit mir geführt hast. Jetzt legst du bitte auf und du wirst gleich von meiner Psychologin wieder angerufen und alles Weitere passiert dann im Hintergrund. Okay? Ich wollte nur eben sagen, ich verstehe es nicht. Erstmal, dass keiner anhalten hat, verstehe ich nicht. Zweitens verstehe ich nicht, ich habe nur geholfen und ich habe wirklich möglichst so versucht irgendwo. Hm. Aber wenn ein Helfer, es ist kein Wunder, dass keiner mehr anhält, wenn ein Helfer
selber keine Hilfe mehr kriegt, wenn man irgendwas erlebt hat oder wenn es ihm so wirklich, mich hat es wirklich niedergerissen. Ja, ein schlimmes Beispiel, bist du. Das begreife ich halt alles so nicht so richtig. Ja. So. Wir bieten es dir an. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir, Markus. Alles klar, Domain. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Gute Nacht noch. Tschüss. Jo. Und hier ist Bertram. Bertram ist 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Bertram. Freut mich, dass ich bei dir durchkommen durfte. Ja, ich freue mich auch und bin auch verwundert. Ein Mann mit Namen Bertram hat... Oh, nein, lassen wir es so stehen. Also... Nein, ich sag nur, es ist ungewöhnlich. Hatte ich, glaube ich, noch nie oder ganz selten. Also es ist okay, es ist ein ungewöhnlicher Name, aber ein durchaus einprägsamer und auch schöner Name. So, mein Lieber. Danke dir. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich dir sagen. Ja, das ist doch völlig normal, wäre ich an deiner Stelle auch. Okay. Ja. Ich wollte auch leider das Thema Krebs ansprechen. Ja. Und ich bin 2000 an Krebs erkrankt. Was für ein Krebs? Darmkrebs. Mit 33 Jahren? Ja, genau. Also, was ist mit 33? Also da warst du ein bisschen jünger, ja klar. Du warst ja noch viel jünger. Viel jünger. 26, genau, ja. Und war auch gerade fertig mit meinem Studium und es ging eigentlich hinaus ins Leben und ich bin auch mit meiner Freundin eigentlich in die Hauptstadt gezogen, um dort dann auch neu anzufangen und da stellte man mir dann die Diagnose. Wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass du überhaupt bemerkbar hat sich das eigentlich schon im Vorfeld gemacht, einige 3 Monate vorher, indem ich starke Schmerzen am Hoden verspürte. Und ich bin zum Arzt gegangen und der tätschelte das eher ab mit ist nur eine leichte Entzündung. Man hat mich dann mit Antibiotika sozusagen vollgestopft. Nur hat sich das leider dann nicht zurückentwickelt, diese Schwellung. Und dann war nicht ziemlich schnell klar, dass das ein bösartiger Tumor sein könnte oder ist. Der von dem Darm schon gestreut hatte auf die Hoden? Also man ist noch überhaupt noch gar nicht vom Darm ausgegangen. Ja. Überhaupt nicht. Also die Ärzte haben sich gewundert, weil es ist eigentlich auch eine Stelle gewesen, wo sich eigentlich sonst kein Tumor unbedingt ansiedelt. Ja, jedenfalls den hat man dann auch ziemlich schnell behandelt und relativ erfolgreich auch mit den Worten, dass ich jetzt geheilt wäre. Und das war ein Tumor an den Hoden? Am Hoden, am rechten Hoden. Nur man hat halt irgendwie keinen Herd ausfindig machen können. Verstehe. Also es war eine ziemlich verzwickte Geschichte und ich bin dann auch einige Zeit später, so kurz vor dem Jahreswechsel 2000, bin ich dann nochmal zur Nachsorge gegangen und da hat man mich dann nochmal geröntgt und ja, das war dann tatsächlich irgendwie so ein, ich muss es vielleicht schnell umreißen, draußen hat's geschneit, es hat geregnet, meine Freundin stand vorm Fenster, ich saß drin und lag auf diesem Tisch, der Arzt, was wohl er noch Assistentarzt war, hat mir dann dieses Ding auf den Bauch gedrückt, diesen Ultraschallkopf. Und ich merkte, wie blass er doch eigentlich wurde und guckte dann auch zu diesem Bildschirm und ich denke, da muss man kein Arzt zu sein, weil überall so schwarze Flecken, Punkte erschienen. Also die man schon sogar im Ultraschall sehen konnte. Die man im Ultraschall sehen konnte, korrekt, genau, in der Darmgegend. Lass mich nochmal kurz fragen, der Tumor an dem Hoden, hatte man den wegoperiert? Den hatte man wegoperiert. Genau, und da war auch soweit auch alles komplett gewesen und ich verstehe es auch nicht. Die haben mich damals dort in diesem Krankenhaus nochmal geröntgt und auch nochmal durch eine Maschine gezogen, durch so ein CT. Nichts gefunden? Da hat man nichts gesehen, zumindest hat man mir nichts gesagt. Nein, es wurde kein Arzt hellhörig. Und wie geht's dir heute? Gut. Gut. Also ich muss dir sagen, heute ist es so, dass ich noch 2 Metastasen auf meiner Leber sitzen habe, von der Größe von maximal 2 Zentimeter. Relativ groß, gut, aber... Was hat man mit dir gemacht? Bist du operiert worden? Hast du Chemotherapien gemacht? Ich bin 2-mal operiert worden, da hat man mir ziemlich viel Darm entnommen. Auch mit den Worten, dass man mir wahrscheinlich einen künstlichen Magen-Darm-Ausgang legen würde, was ich vehement abgelehnt habe. Und ja, also mit auch anderen düsteren Geschichten, die so auf mich zukommen könnten. Aber ich muss dir jetzt sagen, ich wiege mittlerweile wieder 72 Kilo. Ich habe eine Zeit lang 60 Kilo gewogen. Man hat mir auch gesagt, ich komme nicht darüber hinaus. Ja. Absolut unmöglich eigentlich eher. Und ich würde im alltäglichen Leben große Hindernisse wahrnehmen müssen. Und
Ja, also ich bin mittlerweile... Das sind schöne Nachrichten, das freut mich sehr. Aber du hast bestimmt auch noch einen ganz konkreten Grund gehabt, weswegen du anrufst. Ja, natürlich. Es war halt sehr entscheidend in dieser ganzen Phase eine bestimmte Frau in meinem Leben, die Anfang 2004 in mein Leben getreten ist und die mir eine wahnsinnige Kraft gegeben hat. Mhm. Eine wahnsinnige Kraft, dieses Leben wieder mit anderen Augen zu sehen. Das glaube ich. Das glaube ich. Also nach vorne zu gucken. Das gerade, wenn man so schwer krank ist, dass die Seele ist, ist vielleicht das Wichtigste überhaupt oder mit das Wichtigste. Absolut. Also ich habe auch, wie gesagt, also ich habe eine kurze Zeit mal ein Präparat ausprobieren dürfen, was eigentlich für Hepatitis C Patienten geeignet ist. Vorhin habe ich einen Ihrer Mitarbeiter noch nennen können. Jetzt ist ja egal. Und dieses Medikament hat mir wahnsinnige Nebenwirkungen verursacht, also bis hin zu leichten Haarausfall. Und ich habe es abgelehnt. Ich habe es dann gleich abgelehnt wieder, auch mit Erfolg auf Besserung, weil ich mir gesagt habe, nein, die Zeit, die mir dann, wenn noch bleibt, möchte ich in Frieden und möchte ich wenigstens noch einigermaßen... Du hast dieses Medikament abgelehnt, aber Ich habe Chemotherapien, leichte Chemotherapien abgelehnt. Also ich habe keine Therapie bis auf eine hormonbasierende Therapie, die ich immer noch nehme. Das heißt, deine Therapie war dann letztendlich die operative Form, man hat dich operiert diese Hormongeschichte, die du jetzt gerade erzählst. Hormongeschichte, die aber auch eher mehr so die Nebenwirkungen, die ich, wenn das mit der Krankheit nichts zu tun hat, heute vielleicht noch hin und wieder spüre, wie starke Schwitzen und... Ja. Und jetzt hast du gerade erzählt, dass da noch sind noch kleine Tumorreste auf deiner Leber, sagst du? Nein, es sind noch zwei Metastasen der Größe von die eine ist 2 Zentimeter groß, die andere ist ein bisschen kleiner, dann habe ich noch eine oder 3 Stück im Bauchfellbereich sitzen. Klingt ja auch nicht gerade sehr beruhigend. Nee, überhaupt nicht. Und ich merke auch die an der Leber immer mal wieder, wenn ich so auf den Brustkorb komme. Kann man die nicht auch operativ entfernen? Man sagt, dass das noch nicht unbedingt notwendig wäre. Ah ja. Versuchen die Ärzte dich denn nicht zu drängen zu einer Chemotherapie, dass man das vielleicht dann über die Schiene bekämpft? Es gibt Ärzte, die dieses befürworten, aber es gibt auch wiederum Ärzte, die da etwas vorsichtiger sind, weil dieser Krebs, der mich da erwischt hat, ist auch ein Krebs, der sehr selten ist. Mhm. Also er ist sehr krebsähnlich, nennt sich im Fachjargon Karzinoid, nicht Karzinom, und tritt sehr selten auf und wenn er auftritt, dann auch sehr oft in sehr jungen Jahren, wie bei mir halt. Gab es denn eigentlich bei dir so eine grundsätzliche Ablehnung gegen Chemotherapien, dass du gesagt hast, ich mache das nicht? Nachdem ich nur gemerkt habe, was dieses leichte Präparat, was ich mir zu Hause gespritzt habe, Nebenwirkungen auslöst und was ich gesehen habe auf Chemostation oder auch bei einem Bekannten von mir, habe ich mir gesagt, nein, nicht mit mir. Absolut nicht. Also dann. Der war die beste, entschuldige, wenn ich so salopp ausdrücke, der war die beste Chemotherapie, war die Liebe. Ja, muss ich dir absolut so sagen. So kann man es vielleicht sagen, ja. Kann man natürlich 2004 nicht ging es bergauf mit mir. Also es ging wirklich bergauf. Kann man sich ja nicht auf alle Fälle übertragen. Das ist immer sehr speziell und sehr individuell. Aber ich kann das schon verstehen, wenn du es so sagst. Ich hoffe, dass du noch mit dieser Frau zusammen bist. Nein, leider nicht. Leider nicht. Nein, sie hat mich verlassen und auch auf einem Weg, der eigentlich bis heute nicht richtig klar ist. Also ich traue dem Ganzen sehr hinterher und es ist halt auch... Ich hoffe, dass sich das nicht zu sehr jetzt runterzieht in deinem Genesungsprozess. Nee, es hat mir eigentlich noch mehr Stärke gegeben. Ach so. Also noch mehr Stärke, jetzt erst richtig... Jetzt kann ich gar nichts mehr umhauen. Nee, also ich denke nicht. Also mir hauen viele Dinge nicht mehr um. Ich muss auch manchmal einfach nur schmunzeln, wenn andere Leute sich aufregen, was dann auch wieder zu Aufregung führt. Ja. Also ist es tatsächlich so, dass ich für bestimmte Dinge einfach eine gewisse Ruhe entwickelt habe. Ja, das sind die Erfahrungen. Ja. Kannst du denn deinem Beruf oder deiner Ausbildung jetzt auch nachgehen? Du hast ein Studium abgeschlossen, sagtest du vorhin? Ja, ich bin Sozialtherapeut. Ja. Das heißt, ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die selber schwere Schicksale hinter sich. Weil dann bist du ja natürlich mit deinen Erfahrungen ein sehr kompetenter Ansprechpartner. Auf jeden Fall. Nur ich musste halt auch in der Branche sehr, sehr schwer kämpfen, um überhaupt etwas zu finden, weil
ja, es ist halt doch nicht so sozial, wie es dann doch meistens... Wie es klingt. Wie es klingt, genau. Und jetzt habe ich aber zum Ende des Monats eine Stelle gefunden. Endlich Jahren. Lieber Bertram. Wo ich aus meiner Frührente herauskomme und wieder arbeiten kann. Und ich sag dir, Domi, eine 100% Stelle. Das ist ja super. Das absolut. Ist ja super. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe eine eigene Gruppe und ich kann gratuliere sehr. Und ich wünsche dir alles Gute. Vor allen Dingen, dass die Krankheit weiter gut bekämpfen wirst. Auf jeden Fall. Bertram. Ich bin noch überhaupt noch nicht längst über den Berg, aber ich werde das Ding noch... Wir drücken alle die Daumen. Alles Liebe von Herzen. Ich danke dir, du. Tschüss. Dir alles Gute. Danke, tschüss. Christopher ist hier. Christopher ist 18 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Christopher. Hallo. Was reden wir noch? Über was geht's? Ja, also erstmal möchte ich sagen, das ist eine klasse Sendung, die du machst. Dankeschön. Und ein sehr guter Freund von mir und ich gucken eigentlich jeden Abend. Und ja, und zwar zu meinem Problem, ich habe Panikattacken und wahnsinnige Angst zu sterben. Also so wahnsinnige Angst zu sterben? Ja, also... Seit wann? Bitte? Seit wann? Seit September letzten Jahres. War da irgendwas? Ich bin morgens ins Bett gegangen, weil ich die Nacht über nicht schlafen konnte und dann bin ich kurze Zeit später wieder aufgewacht, weil ich das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Und seitdem halt. Und was sind das für Panikattacken? Wo überfallen die dich und in welchen Situationen? Das ist immer ganz verschieden. Also wenn ich alleine bin zum Beispiel, dann bekomme ich Angst, dass halt in diesem Moment irgendetwas passiert. Was könnte passieren? Ja, dass ich umkipp, also oder ich keine Luft mehr bekomme, wie halt in dieser Nacht und ja. Dass das Herz stehen bleibt? Richtig, ja. Sowas. Mhm. Also ich achte auch ziemlich oft auf meinen Herzschlag. Und wenn ich ihn dann irgendwie nicht höre, wie das manchmal so ist, dann bekomme ich auch richtige Angst, dass jetzt irgendwas passiert. Und dann wird mir auch sehr schwindelig und ja. Als das voriges Jahr zum ersten Mal aufgetreten ist, war da so in deinem Leben ein paar Tage vorher, ein paar Wochen vorher irgendwas Schlimmes vorgefallen, irgendwas Ungewöhnliches? Nicht so wirklich. Also es ist leider so gewesen, dass in meiner Familie sehr viele gestorben sind, schnell nacheinander auch. Also wann? Ja, das war, also... Ist schon länger her. Ja, also die wichtigste Person war meine Tante halt und die ist 2002 gestorben und am selben Tag noch mein Uropa. Und ja, als ich ihn besucht habe, ist er dann eingeschlafen. Und ja... Du legst das ja schon ziemlich lange zurück, da warst du ja auch noch relativ jung. Ja, aber trotzdem, das war halt meine Lieblingstante und... Das hat sich eingeprägt, das... Ja, richtig. Das ist schon... Also, und ja, und dann war es letztes Jahr noch meine Oma. Ach so, das auch dann. Ja. Ist das so schlimm, dass so richtig, dass sich das eigentlich letztendlich den ganzen Alltag über begleitet zur Zeit, diese Ängste? Ja, also es sei denn, ich bin mal kurz abgelenkt, aber selbst dann, also es war, die erste Zeit war es so, wenn ein Freund von mir hier war oder meine jetzige Freundin, dann ging es eigentlich, dann habe ich daran nicht gedacht, aber sobald ich irgendwie wieder allein in meinem Zimmer bin oder so. Muss man was machen, Christopher? Muss man definitiv was machen. Und was man da machen kann, werden wir dir jetzt gleich erzählen. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, weil die Sendung vorbei ist. Okay? Okay. Bis gleich. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's von uns für heute und für diese Woche. Wir sind nächste Woche Montag wieder da mit einer freien Themennacht. Ich freue mich auf euch und wünsche euch ein schönes Wochenende.